Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du die Geschichte ein bisschen teilen willst mit uns und ja, möchte dich bitten, ein bisschen aus der Erinnerung zu kramen, wie das damals alles angefangen hat mit den Ahnen, mit meinen Ahnen, mit unseren Ahnen. Ich weiß noch, dass der Opa natürlich, das heißt dein Vater, die Tischlerei in Kirchdorf hatte und dein Großvater, also der Vater deiner Mutter, hatte ja eine Tischlerei in Pressburg, eine relativ große, was ich weiß, vor dem Krieg. Mhm. Ja, so stimmt es genau, nicht? Und das, was ich so manchmal mitbekommen habe von meinen Eltern, war eben das, dass sie eine sehr gut geführte Tischlerei hatten. Und der Großvater hat sie geführt und mein Vater war dort angestellt. Mein Vater war Tischlermeister und meine Mutter war dort in der Buchhaltung tätig und in der Kalkulation. Und die zwei haben sich kennengelernt und dann geheiratet. Und daraus sind dann drei Kinder entsprungen, sind drei Kinder auf die Welt gekommen. Und dann ist der Krieg dazwischen gekommen. Meine Eltern mussten fliehen und alles zurücklassen, die gesamten Anlagen, die Tischlerei, die Wohnung und alles. Und so sind sie dann in langwierigen Flucht, teilweise zu Fuß und nur mit dem Handgepäck, mehr haben sie ja nicht mitnehmen können. Sind sie dann über Linz dann nach Kirchdorf gekommen und haben dort eine neue Existenz aufgebaut. Und haben einen Grund gekauft und ein kleines Häuschen, ein Familienhaus gebaut und eine Tischlereiwerkstätte im Keller und im ersten Geschoss, also im Erdgeschoss, eingerichtet. Und ich habe dort dann gelernt, Tischler gelernt. Ich bin ja schon in Österreich geboren und habe dann bei meinem Vater die Tischlerlehre gemacht und mit Gesellenprüfung und bin dann anschließend nach Hallstatt gegangen, in die Meisterschule und habe dort ja, vieles an technischen Zeichnungen, an Architektur, an Innenarchitektur und so weiter zusätzlich zur Tischlerausbildung dazugelernt und die Meisterprüfung dort gemacht. Und bin zurückgekommen, habe die Tischlerei von meinem Vater übernommen und habe sehr viele eigene Ideen damals schon verwirklicht. Meine Ideen und meine Kreativität ist natürlich nicht extra bezahlt geworden. Das war dann sozusagen das Verkaufsargument, dass sie zu mir gekommen sind und haben sich zum Beispiel ein Schlafzimmer von mir einrichten lassen oder das Kaffeehaus von mir einrichten lassen. Da habe ich einen gewissen Namen entwickelt, natürlich, dadurch. Und sind dann die Leute mit speziellen Wünschen zu mir gekommen. Und diese Gestaltungsarbeit hat sich immer mehr ausgebreitet, sodass ich die Tischlerei dann aufgegeben habe und nur mehr, in Anführungszeichen, Gestalter, Designer gewesen bin. Naja, und im Laufe der Zeit hat sich dann diese Designarbeit mehr und mehr zur Erfinden hinbewegt. Mir waren immer so neue Ideen ganz wichtig. Nicht nur Oberfläche gestalten, sondern auch die Funktion neu entwickeln. Und dann ist es mehr und mehr in Einrichtungen für Tischlereien, in Hilfsgeräte gegangen, in ja, teilweise Maschinen. Und so hat sich dann die neue Firma entwickelt, die Firma Columbus. Und die hat dann diese Erfindungen, die ja auch sehr oft patentiert wurden, nicht? Hat die Firma dann diese Patente und Erfindungen dann verkauft und ich habe vor allem auch, bin viel draußen gewesen bei den Tischlern, habe mir wieder Ideen bekommen von den Tischlern, von Problemen, die ich dann versucht habe, durch neue Erfindungen zu lösen und so ist dann auch der Vakuumsack entstanden. Nicht? Da hat es dann eben immer wieder das Problem gegeben,
gebogene, geschweifte Teile herzustellen, zu belegen und so weiter. Und das war sehr aufwendig mit Schablone und Gegenschablone. Und mit dem Vakuumsack hat man sich die Gegenschablone ersparen können und hat dann diese geschweiften, gebogenen Teile herstellen und belegen können, ohne großen Aufwand. Und aus dem heraus ist dann die Vacuflex, eine Vakuumpresse entstanden, die dann nicht mehr ein Sack war in dem Sinn, sondern die hat eine Arbeitsfläche gehabt mit einem Klapprahmen. Eingespannt in den Klapprahmen war ein elastisches Tuch. Und so war natürlich die Bedienung viel komfortabler und viel genauer. Man hat dann das jeweilige Produkt auf die Arbeitsfläche legen können und den Klapprahmen schließen und dann mit Vakuum das pressen, was zu pressen ist. Dann ist natürlich auch der nächste Schritt gekommen, die Erwärmung, die Aufheizung, teilweise von oben, um die Presszeit zu verringern. Oder wir haben eine eigene Heizlade konstruiert, unter der Maschine zum Reinschieben, wo man die verschiedenen Materialien dann vorgeheizt hat und im warmen Zustand, den aufgeheizten Zustand dann verformen konnte. Da hat man dann natürlich eine entsprechende Silikonmembran gebraucht, damit dann das Membran nicht schmilzt, dass die Temperatur ausgehalten wird. Und so ist es dann Schritt für Schritt, hat sich das dann weiterentwickelt. Die Haupterinnerung, die ich daran habe, ist natürlich die, dass ich von Tischler zu Tischler gefahren bin. Ja, das ist natürlich beeindruckend, nicht? Weil da war natürlich die meiste Zeit, die Erfindung braucht ja nicht die meiste Zeit braucht der Verkauf natürlich. Nicht? Dann hat man was, von dem überzeugt ist, das muss man dann verkaufen. Nicht? Wohin? Dann hin zu den Kunden und dann überzeugen. Und auf die Messen gewesen, auf vielen Messen, nicht, waren wir, war ja hochinteressant. Nicht? Und so hat sich das dann immer mehr weiterentwickelt. Genau. Super. Das war die Vakuumpressgeschichte. Jetzt ist Kromos, dank deiner Initiative und dank deinem Einsatz, Dankeschön. Hast du das entsprechend weitergeführt, kann ich mit Stolz da hinblicken und sagen, ach, großartig, es ist ja was geworden und es ist weitergegangen. Danke. Ja. Vielen Dank für das Teilen deiner Erinnerungen. Gerne. War wirklich sehr schön. Gerne. Danke.